Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Unser München. Er macht jedes Jahr auf die Folgen des Rauchens aufmerksam. Der Weltnichtrauchertag am 31. Mai. Im Lungenzentrum des Städtischen Klinikums Bogenhausen zum Beispiel sieht man die Folgen besonders deutlich. Jedes Jahr werden dort über 3000 Patienten mit Lungenkrebs oder anderen Lungenerkrankungen behandelt. Dabei kann den Patienten vielseitig geholfen werden. Von der Unterstützung beim Rauchstopp über Lungensport bis hin zu Schulungen deckt Bogenhausen quasi alle Therapiemöglichkeiten ab. Seit 10 Jahren leidet Herbert Ruf an der COPD, der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung. Der Hintergrund? 30 Jahre lang hat der heute 70-Jährige mindestens eine Schachtel Zigaretten am Tag geraucht. Die Folge? Massive körperliche Beschwerden. Einfach Atemnot. Früher hat man Asthma dazu gesagt. Einfach Atemnot, grundsätzlich Atemnot. Man kriegt einfach kaum noch Luft. Und vor allem unter Belastung ist das ganz schlimm. Also ich kann vielleicht noch 10 Meter gehen. Und dann kriege ich keine Luft mehr. Da muss ich stehen bleiben, dann minutenlang, bis es wieder weitergeht. An manchen Tagen ist das so schlimm, dass man gar nicht hochkommt. Hilfe in München gibt es für COPD- und Lungenkrebspatienten, zum Beispiel hier im Städtischen Klinikum Bogenhausen. Das Lungenzentrum ist eins der nur 4 Zertifizierten in ganz Bayern. Jedes Jahr werden hier über 3000 Patienten behandelt, deren Erkrankungen häufig auf das Rauchen zurückzuführen sind. Zunächst einmal ist das Gespräch mit dem Patienten sehr wichtig. Auch die körperliche Untersuchung führt uns häufig schon in die richtige Richtung. Und dann setzt man weitere technische Apparate ein, um möglichst schnell zu einer Lösung der Ursache der Beschwerden zu kommen. Warum hustet der Patient? Warum kann er sich nicht mehr so gut belasten? Oder warum hat er Schmerzen im Brustkorb? Wir wollen möglichst schnell herausfinden, was die Ursache ist. Möglichst einfache Untersuchungen machen, um den Patienten nicht zu stark zu belasten und dann auch mit ihm gemeinsam die therapeutischen Schritte besprechen. Da viele Lungenerkrankungen nicht heilbar sind, werden die Fälle im fortgeschrittenen Stadium hier in der Palliativmedizin betreut. Das Ziel dieses Teams, zu dem nicht nur ich als Medizinerin gehöre, sondern auch palliativmedizinisch geschulte Schwestern und Pfleger, Physiotherapeuten, Psychologen, Kolleginnen und Kollegen vom Sozialdienst, ist es dem Patienten parallel zur medizinischen Betreuung bezüglich seiner Beschwerden zu behandeln. Die Beschwerden wie Atemnot oder Schmerzen so gut wie möglich zu lindern und gleichzeitig dem Patienten oder der Patientin zu helfen, mit der Situation klarzukommen und auch Pläne für die Zukunft festzulegen. Das Klinikum Bogenhausen übernimmt auch soziale Verantwortung und engagiert sich aktiv in der Raucherprävention, zum Beispiel in Schulklassen. Da war der Weg nicht weit für die Ärzteschaft, sich eine Kooperation zu überlegen mit dem Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium, das auf der anderen Seite der Straße ist. Zum einen haben wir uns gewünscht, dass Schüler für die Patienten Bilder malen. Ja, und da sind wirklich Kunstwerke rausgekommen. Das ist eine sehr, sehr schöne Ausstellung, muss man fast sagen. Und zum anderen haben wir uns dann eben angeboten, Prävention zu betreiben, in die Schule zu gehen, den Schülern was übers Rauchen zu erzählen. Und das findet sehr lebendig in beide Richtungen, der Engel-Schalking Straße statt. Den Patienten stehen Ärzte, Pflegekräfte, Psychoonkologen, Ernährungsberater und Sozialdienste zur Seite. Auch beim Rauchen aufhören wird geholfen. Herbert Ruf zum Beispiel hat es vor 10 Jahren geschafft. Da letztlich haben Sie da das gesagt.